Ja. Hallo, herzlich willkommen zurück in Redfall mit Fera. Hi, und Bea. Hi. Wir spielen heute Terroristen und übernehmen gerade das Kino. Hier ist niemand. Doch, da oben. Irr dich, Bro. Ach, der ist schon tot. Ja, ich hab den geheadshottet, meiner Sniper. Weil du hast ja keine. Richtig. Ja, du lebst auch gleich nicht mehr. Lass uns mal ein bisschen Zeit, haben es ja nicht eilig. So, Sekunde, ich muss ganz kurz einmal meine Ausrüstung verändern. Ich habe nämlich eine grüne Moray gefunden. Die macht 41 Schaden. Ist nämlich ein bisschen besser. Guck auch mal durch, ich habe jetzt auch vieles gefunden. Und meine Medusa switche ich auch mal um. Ich habe ein halbautomatisches Scharfschützengewehr. Das nehme ich doch auch mal mit rein. Glockwerfer. Na, du brauchst es für unten. Och, die dämliche Nudel ist da unten. Nicht bei uns, aber im Keller halt. Fluddelt die rum. Ja, die wird auch noch eine ganze Weile rumfluddeln. Ja, bis wir uns um die süße Maus gekümmert haben. Richtig. Ich mag die Geräusche nicht, die sie macht. Sie atmet so intensiv. Ja. Das tut sie. Guckwerfer. Ich habe auch Asthma, ich weiß, wie du dich fühlst, aber du kannst Medikamente dagegen nehmen. So. Anderes hier. Also, wo bist du? Du bist da unten. Wolltest du dir nicht oben den Film angucken? Müssen wir nicht erst noch ein bisschen ausräumen? Und hier ist außerdem noch eine Dietrich-Kiste. Okay. Erst looten. Ja, letzter Dietrich. Gelootet. Wie nimmt man nochmal alles? Kommt einer rein? Dinge gerne in die Länge. Einmal anpacken und richtig feste dran ziehen. Schau. Wenn du die tötest, leuchten die bei mir auf dem Boden noch rot. Nicht umgebracht. Da braucht es schon mehr. Sorry. Aber ich werde jetzt nicht aufhören, Gegner zu töten. Vorräte gesichtet. Ich habe keinen Dietrich. Ich auch nicht. Vielleicht finden wir einen. So. Grablocke holen wir. Jo. War das nicht hier, wo Dan unfähig war, uns zu finden? Nein, ich war unfähig, euch zu finden. Ah, never mind. Oh Mann. Das ist, wenn man nicht warten kann. Ja. Sie leid doch normal hochgehen, danke. Bin ich jetzt hochgegangen? Bin ich jetzt oben? Oh, ich bin oben. Ist oben, ja. Ich glaube, ich kann dich töten. Ich muss da hoch. Oh mein Gott. Hast du mich erschrocken? Kannst mich Bea nennen? Danke, ich habe einen Dietrich gefunden. Sehr gut. Als alles an mir verderben war, stirbt einer, ist das scheiße für den Rest. Und ich lebe noch nicht zu weit. Nichts. Nicht zu weit. Okay, Daddy. Ganz schön viele Daddys. Ja. Schlaue Mädchen machen das so. Entschuldigung. Oh, ich glaube, es wäre Zeit für ein Matcha Latte.
Ach, das war der Rabe. Ich dachte gerade, du hättest irgendwas irgendwie nah gesagt, aber mit so einer verstellten Stimme. Na? Ich war echt ein bisschen verwirrt gerade. War ich das nicht? War das der Rabe? Ich weiß es gerade nicht, ob ich ein Geräusch gemacht habe. Hast du deine Stimme verstellt mit so einem Helium-Ding? Wahrscheinlich nicht. Ja, dann war es wohl nicht. Du bist da hochgekommen. Gesprungen. Oh. Bist auf das andere gesprungen, ja. Sah gerade für mich nicht so aus. Ja, dein Ernst, Alter. Was denn? Ja, wie er sich an dem Ornament vorne festhält und natürlich runterfällt. Unfähigen. Also ich finde es gut. Brauch ruhig noch ein bisschen, dann habe ich hier auch alles weggelootet. Lass das, hör auf, um alles wegzulooten. Was haben wir denn hier? Kann ich nicht lesen? Lemonweed? Ah, jetzt hat es die Texturen geladen. Okay. Und jetzt hat sie wieder die Texturen entladen. Projektornotiz an die Benutzer des Projektors. Es ist wahrscheinlich bald eine neue Birne nötig. Ersatzbirnen finden sich im Keller. Ich würde sie austauschen, bevor sie mitten in einer Vorführung den Geist ausgibt. Ist aber nur meine Meinung. Jetzt müssen wir Schnutzipu. Wir können das noch abspielen. Wir können gerade nichts abspielen. Die Projektorlampe ist kaputt. Muss sie ersetzen. Ich habe es gerade vorgelesen. Nein, da stand, man soll sie ersetzen, weil vielleicht mitten im Film sonst was aufhört. Ja, richtig. Ja. Ja, wir haben es schon mal gespielt, Fera. Ja, ich kann mich mal dran erinnern, was das war. Was ist öfter mit Leuten halb durchgezockt? Halb durchgezockt? Warte, wollen wir das jetzt haben wir schon? Ich glaube, sie hat mich gesehen oder so. Wollte gerade sagen, wollen wir nicht den Flugwerfer ausrüsten? Sie hat mich nicht gesehen. Gut. Rüstest du einen Flugwerfer aus? Ich rüste jetzt einen Flugwerfer aus. Sturmgewehr, Flugwerfer. So. Ich will mich nur ein bisschen laben. Ich auch. Achtung, sieht schwer nach Drama aus. Was? Tut's das? Ja, tut's. Ja, so funktioniert das. Oh, ich hab keine Muni mehr. Alles gut, alles gut. Kapsel. Bin ich nicht, du bist Schmutz. Guck mal, die ist überall auf dem Boden verteilt. Voll eklig. So viel Spaß beim Looten. Da hinten liegt noch eine Grablocke. Ich geh mal kurz in den Gefrierschrank. Mach das. Geschrie, Frank. Eat. Eve. Oh, da ist schon wieder los. So, ja, ich weiß, was los ist. Zu wenig geschlafen. Ja, ich hab dir das Leben gerettet. Was? Ich hab hier Leute befreit. Oh. Cool. Der Hilfeschrank brauche ich nicht aus. Scoreboard. Was? Oh, Dietrich. Habt ihr eine Grablocke markiert? Ja. Ich wollte nicht, dass sie zu mir kommen. Aber ich wollte helfen. Ich wollte, dass es allen gut geht. Noch ein Dietrich, cool.
So, dann gehen wir zurück zum Projektor. Würde ich sagen. Und spielen den einmal ab. Na, dann gucken wir uns ein Filmchen an. Jo, hey, ich war schon voll lang nicht mehr im Kino. Ich war auch voll lang nicht mehr im Kino. Bist du schon oben? Ich bin auf dem Weg. Keine Sorge, ich muss auf dich warten, sagt das Spiel. Ich dachte, du wärst doch unten und hab halt die ganze Zeit gewartet. Fair. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das angenommen habe. Ich hab dann auch gemerkt, dass es eigentlich dumm ist. So. Ach, na bitte. Mal sehen, was das ganze Theater soll. Machst du ihn auch noch an? Schein nicht. Ich mach ihn an. Danke. Dieses verdammte Ding. Ich mag den Artstyle. Hier fing es an. Mhm. Nicht wahr, Emilia? Und ich dachte, hier hätte es geendet. Gateway Testprobe 90, 20. August 2021. Subjekt verstorben. Verbluten durch intravenöse Bluttransfusion, Überwitterung ohne Paradiose. 2 Stunden sind seit der Prozedur vergangen. Daddy? Ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Unsere Arbeit ist geschafft. Wir halten das Leben selbst in der Hand. Alles ist mein. Scheiße. Was war das denn? Dieser Edison ist... der Hollow Man aus dem Radio? Bellwether wird ziemliche Probleme haben, ihn rauszuholen. Was auch immer er jetzt ist. Er hat sich in den Hollow Man verwandelt. Wie eine Art Apotheose. Gehen wir zurück zur Feuerwache? Wir gehen zurück zur Feuerwache. Miau. Come seas and sunny skies. Ja gut. Wo keine Seas sind, ne, können auch die nicht kaum sein. Wow. Schöne Musik. Hallo. Vergiss nicht, dich auch um dich selbst zu kümmern. Kümmere mich immer um mich selbst. Nahpistole, Flockwerfer. Die Causeway macht halt 20. Ach cool. Die Bugs haben es anscheinend nicht gefixt. Die mit den Positionen, die man sich manchmal noch behält.
Alles okay? Mhm. Sortierst du aus? Ich sortiere gerade meine Waffen aus und bin dabei hochkonzentriert. Ich merk's. So, und jetzt verteile ich noch meinen Fähigkeitenpunkt hier. Energetisch. Du und Verbündete verursachen... Oh ja. Kann ich nicht. Höhere Reichweite ist auch erst... Haben wir ein Level abgehabt? Jo! Zwei sogar. Nee, ein. Okay. Oh mein Gott, hier ist eine Yokai Stufe 3 in lila. Hm. Die nehme ich mit. Mach mal. Dann kann ich die grüne Stufe 3 Yokai nämlich auch wegtun. Brauche ich die nicht mehr. So, wir sollen in den Keller gehen und ein Geschenk abholen, ne? Ja. I'm on my way. Jo. Me too. Um echt zu sein, bin ich schon fast da. Ja. Vampirblut relegt. Yay. Jackpot. Das heißt, hat man automatisch ausgerüstet. Ja. 166. Yes. Damit kann man doch arbeiten. Und die Popcornmaschine wird auch repariert. Sehr gut, dann gibt's mal Popcorn und Filmabende. Juhu, so, nächste Hauptmission. Was machen wir? Möchtest du eine todernste Situation mit Dr. Hunt oder eine Stimme im Dunkeln? Ja, dann machen wir hier mit die todernste Mission. Meine Mutter starb vor 5 Jahren. Krebs. So schrecklich es klingt. Ich bin froh, dass sie das hier nicht miterleben muss. Sie liebte diesen Ort. Mich, meinen Vater. Aber vor einem Monat verschwand er. Wahrscheinlich haben ihn die Monster geholt. Aber ich habe seine Taschenuhr. Sie ist schon lange in unserer Familie. Darf ich Sie um etwas bitten? Würden Sie die Uhr auf das Grab meiner Mutter legen? So können die beiden irgendwie gemeinsam ruhen. Das erscheint unbedeutend, aber es ist mir wichtig. Ich wäre sehr dankbar. Vielen Dank. Ja, gut, das kennen wir ja schon. Schade, dass man nicht sagen kann, bringen Sie doch direkt gleich. Selbst. Zu Avum geschickt. In die Hände dieser Teufel. Ja, hi, das waren wir. Und ich kann es nicht rückgängig machen. Ihretwegen sind Menschen gestorben. Er wusste es nicht, Emma. Nein. Ihretwegen hat Avum bekommen, was sie wollten. Sie haben recht. Ich trage eine Mitschuld. Dr. Hunt, Sie können nicht... Gut. Ich hoffe, das verfolgt Sie für immer. Das wird es. Du bist eine ganz tolle Mutter. Mhm. Ich hoffe, der verfolgt sie für immer. Brauchen Sie was? Ach, Mann. Ist doch richtig gut, dieser ganze Hass für das Baby. Guck mal, Baby, hier sind Fotos von dir im Bauch. Wieder weg. Mama, bist du das mit dem Gun Club T-Shirt? Ja, genau, die bin ich. Uff. Ja, genau, uff. So, hab ihn uns markiert. Sehr gut. Auf und davon. Oi. Mein Ellenbogen tut mir weh. Warum? Weil der auf dem Tisch aufliegt. Ah. Kennst du das? Ja, ich kriege auch langsam Rücken. Rücken? Hm. Wir sind doch noch gar nicht so lange dabei. Ich weiß auch nicht, was heute ist. Bestimmt wieder einer halb aus dem Bett gedrängt. Ach, dieser Lex. Gibt's das zufällig auch für PS5 und ist wieder nur dafür optimiert worden? Ach, Pyrus. Hornfresser. Aber das ist kein gewöhnlicher Rabe, oder? Doch, ist es. Das ist ein ganz gewöhnlicher. Die leuchten alle blau und werden astral, sobald sie losfliegen. Mhm. Und alle können reden. Mhm.
Hihi, Penisschlüssel. Alter, sind das Spritpreise. Ticken die noch ganz sauber? Ich muss wieder die Medusa ausrüsten, ne? Ja. Wir können auch dann vorbeigehen, so ist nicht. Ciao. Wir kriegen Dings für die Ultimate. Links ist noch einer. Ciao. So, Sekunde bitte. Ja. Muss wieder umrüsten auf meine Causeway. Machen Sie das? Machen Sie das? Warum bist du? Wo bist du? Der halbautomatische Schrotflinte. Da ist sie doch hier. Hier ist sie doch. Was sind Scheißjobs? Ah, da vorne. Da sind die Scheißjobs. Stirbt. War da nicht noch einer? Dich nützlich. Nein, nicht. Das ist ein Rabe. Rabe? Die dumm. Hier kommen jetzt wieder Vampires, ne? Ich sehe da hinten schon einen. Ich würde ihn anschießen. Ist das okay für dich? Mach. So. Viel Spaß. Flieg los, Ehring Vogel. Schon wieder. Flieg, kleine Krähe. Ehring? Das ist ein Rabe. Ehering. Ah, das macht mehr Sinn. Erik? Erik, bist du's? Ich wollte genau dasselbe gerade sagen. Taschen-U-Blutrelikt. Oh, wir können es stehlen. Sollen wir es stehlen? Wir stehlen es. Voll asozial, ey. Hier ist noch eine Grablocke. Ja. Ich dachte, es würde Erlösung bringen. Meine Tante sagte, niemand verdient mich. Ich dachte, es geht nicht ums Verdienen, sondern ums Retten. Oh, vorsichtig. Dann laufen wir weiter, nicht zur Feuerwache. Oh, das sind zwei. Lauf. So, ciao. Du Herzensbrecher, du. Gehen wir zurück zur Feuerwache? Ja, würde ich sagen. Ja, Jackpot. Die nächste Quest erfüllt, Mensch. Und damit können wir dann auch die Folge beenden. Ja, würde ich sagen. Dann, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst uns ein Like und ein Follow da auf YouTube. Das würde uns beiden sehr weiterhelfen. Vor allem Bea, die ist nämlich noch relativ klein. Und ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Bea findet übrigens in der Videobeschreibung verlinkt und auch auf meinem Hauptchannel ganz unten unter Partners. Ciao! Bea findet ihr immer im i und auch in der Videobeschreibung. Tschüssi!